Mario will die größte und schönste Sandburg der Welt bauen. Er hat aber weder Schaufel noch Eimer. Als er später dann doch noch eine Sandburg bauen konnte, wurde sie plötzlich kaputt gemacht. Wer war das und was soll Mario jetzt tun? Unsere heutige Geschichte von Super Mario Odyssey beginnt damit, dass Mario sandeln möchte. Ja, endlich Urlaub! Ich werde heute ganz viele Sandburgen bauen. Also gut, ich fange mal an. Ja, Sand zusammenschieben ist gar nicht so einfach. Und irgendwie, das geht nicht. Ich brauche Wasser. Wasser, Eimer, eine Schaufel. Oh. Hey, ich hab's. Ich frage am besten meinen Bruder Luigi. Vielleicht möchte er mitspielen und hat sogar Schaufel und Eimer parat. Hey, Luigi! Luigi! Hey, Mario, was ist denn los? Luigi, möchtest du mit mir sandeln? Meinst du, eine Sandburg bauen? Ja, genau. Ich will die größte und schönste Sandburg der Welt bauen. Machst du mit? Ja! Oh, wirklich? Nein. Was? Aber warum denn nicht? Na, Mario, ich hab Sonnenbrand. Ja, hättest dich mal lieber eingecremt, was? Ja. Hast du wenigstens Schaufel und Eimer für mich? Kann ich das vielleicht ausleihen? Ah, tut mir leid, aber da kann ich dir leider nicht aushelfen. Geh doch mal drüben in den Laden und frag da mal nach. Die könnten vielleicht so etwas haben, meinst du nicht? Oh, Luigi, das ist eine gute Idee. Danke dir schon mal. Ich werde gleich mal nachsehen. Ich meine, wir sind ja direkt am Strand. Da verkaufen die im Laden bestimmt Sachen fürs Buddeln, fürs Sandeln und alles Mögliche, oder? Schönen guten Tag. Haben Sie etwas schon geschlossen? Wir haben Sommerferien. Im Sommer ist hier nichts los, weißt du? Ja, aber das ist doch ein Urlaubsort. Hier kommen doch super viele Besucher. Da sollten Sie Ihren Laden doch offen haben. Nein, ich mach Sommerferien. Hey, jetzt mal ganz unter uns. Das ist doch nicht Ihr Ernst, oder? Ich frag Sie nochmal. Aber ich brauche dringend Sachen für meine Sandburg. Ich hab gesagt, wir haben Sommerferien. Und jetzt geh. Ja, ja, ist ja schon gut. Wow, die war aber unhöflich. Die hätte doch wenigstens in einem ganz anderen Ton sagen können, dass sie leider nichts da hat und mir leider nicht helfen kann. Ha, na gut, dann sollte ich wohl selbst nach Schaufel und Eimer suchen. Die Frage ist nur, wo? Hey, da drüben. Da drüben ist eine grüne Röhre. Vielleicht finde ich ja dort irgendwo einen Laden oder Schaufel und Eimer. Na hoppala, jetzt bin ich auf der anderen Seite des Strandes rausgekommen. Oh, da drüben ist ein Cooper. Hey Cooper, sag mal, ey, was, warte mal, ey, sag mal, was wolltest du denn von mir? Der wollte nur seinen Panzer haben, aber warum rennt er auf mich zu? Ey, ich wollte doch nur nach Schaufel und Eimer fragen, Mensch. Die sind ja mal schlecht erzogen. Wow, das sind ja mal coole Sandburgen. Das sind Goombas. Habt ihr die gebaut? Wow, 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 wow. Wie komme ich da jetzt wieder raus aus diesem Cooper-Panzer? Mir ist schwindelig. Entschuldigung. Das sind richtig coole Sandburgen, die ihr da gebaut habt. Das waren bestimmt die Coopers, oder? Das heißt, die müssen doch auch irgendwo eine Schaufel und einen Eimer haben. Ich muss mal weiter nachsehen. Okay, kann ich da einfach durch? Ja, supi. Hui! Boah, ich hätte mal einen guten Ausblick. Eine gute Aussicht und kann alles gut erkennen. Allerdings sehe ich weder eine Schaufel noch einen Eimer. Ach, Manu, ich will doch nur eine Sandburg bauen. Ist das denn zu viel verlangt? Ach, Menno und ihr Coopers wollt mir auch nicht helfen. Uah. Hey, gib mir meinen Panzer zurück. Tja, da hast du ihn. Oh Mann, ich bringe ja die Schaufel und den Eimer wieder zurück. Ich will das doch nur ausleihen, damit ich meine eigene Sandburg bauen kann. Denn immerhin habe ich mir vorgenommen, die schönste und größte zu bauen. Hä? Wow, was ist denn da drüben los? Habt ihr diese Sandburgen gebaut? Dann habt ihr ja Schaufel und Eimer. Liebe Football-Chucks, ich will ja nicht stören, aber ich würde auch gerne eine so tolle Sandburg bauen. Hey! Hey, Mario, lass uns in Ruhe. Hier bauen wir unsere Sandburgen. Ja, ja, ich baue auch woanders, versprochen, aber darf ich mir... Macht doch nicht eure schöne
Oh, macht doch nicht eure Sandburgen kaputt. Fasst ihn, schnell. Oh, Hilfe, Hilfe. Wow, hey, ein Cooper-Panzer. Wow. Aua, nein. Na, warte, Mario. Lass meine Freundin in Ruhe. Und lass auch unsere Sandburgen in Ruhe. Wow, ich will hier raus. Na toll. Es tut mir so leid, ihr hattet so eine schöne Bowser-Sandfigur. Oh, das ist ja eine Schaufel. Die Schaufel der Football-Chucks. Juhu, endlich kann ich meine eigene Sandburg bauen. Aber ich brauche ja noch einen Eimer. Ich muss ja irgendwie das Wasser transportieren. Denn nur mit nassem Sand kann ich auch eine schöne große Sandburg bauen. Naja, ich gehe erstmal zurück. Was mache ich jetzt bloß? Ich habe ja nur eine Schaufel. Mit der Schaufel werde ich nicht viel anfangen können. Oh, Mario, denk nach. Denk nach. Oh, ich hab's. Ich frag nochmal Luigi. Luigi, Bruderherz. Ich hab's geschafft. Ich hab endlich eine Schaufel. Schau mal her. Hey, super klasse. Dann wünsche ich dir viel Spaß beim Sandeln. Bau bitte die größte und schönste Sandburg der Welt. Ja, würde ich gern, aber ich habe noch keinen Eimer. Ja, da kann ich dir jetzt aber auch nicht helfen. Frag doch mal Prinzessin Peach. Vielleicht hat sie einen Tipp für dich. Oh ja, das könnte ich wirklich machen. Danke, Luigi. Okay, der schnellste Weg zu Prinzessin Peach ist über diese Fontäne. Wuhui! Uai. Hey, Mario, was machst du denn hier? Oh, hey, Peach. Du, ich wollte nicht stören, aber ich wollte gerade die schönste und größte Sandburg der Welt bauen. Und hast du vielleicht einen Eimer für mich? Einen Eimer? Wozu brauchst du denn sowas? Naja, ich kann den Eimer ja mit Sand oder sogar mit Wasser füllen. Und dadurch wird der Sand schön nass und klebt besser. Und nur so kann ich meine Sandburgen bauen. Ach so, verstehe. Naja, Mario, dann schlage ich vor, dass wir dir einen Eimer kaufen. Nämlich drüben auf dem Markt in Plaza Delfino. Oh, Prinzessin Peach, das ist super, super lieb von dir. Danke, 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 danke. Oh, ich freue mich. Endlich kann das Sandburgbauen losgehen. Doch zuvor fliegen wir mit Prinzessin Peach Flugzeug kurz nach Plaza Delfino, um dort einen Eimer zu kaufen. Oh, ich freue mich so. Wow, was war das denn? Ja, immer schön abbremsen. Ah, das war keine sanfte Landung, aber wir sind immerhin angekommen. So, und da drüben soll der Markt sein? Da kann ich einen Eimer kaufen? Ich bin mir ja gar nicht so sicher. Was ist das für ein Geschmiere hier? Hey, was ist das da vorne? Ist das ein Spezialeimer? Kann ich das vielleicht haben? Was bist du denn? Hä? Bewegst du dich etwa? Aufladevorgang abgeschlossen. Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät der Firma eGit GmbH entschieden haben. Kundendaten registrieren. Person wird gescannt und klassifiziert. Person als Mario identifiziert. Bewohner des Pilzkönigreichs. Registrierung abgeschlossen. Ich bin der Sandeimer 0817, eine neueste Erfindung von Professor Igitt. Ich bin das beste Gerät, um eine Sandburg zu bauen. Yay! Okay, das ist immer noch besser als irgendein Eimer. Jetzt kann es losgehen. Jetzt bin ich am Strand und baue endlich die größte Sandburg der Welt. Ich muss jetzt nur erstmal einen guten Platz finden. Was macht denn diese blaue Ente da? Vorsicht, ich baue jetzt eine Sandburg und eine Pyramide. Ja, die ist schön, aber das ist nicht die schönste und größte. Ja, ich muss ja auch erstmal ein bisschen üben, oder? Okay, versuchen wir es gleich mit der nächsten Sandburg. Und ja, eine Schneckenmuschel, auch ganz nett. Aber auch noch nicht so das Wahre. Nee, es geht noch größer und schöner. Ich probier's jetzt mal hier. Und? Ja, ein Iglu, aber das ist mir jetzt ein bisschen misslungen. Ich habe schon größere Sandburgen gebaut. Was ist hiermit? Schauen wir uns das mal genauer an. Und ein Seestern. Ach, naja. Ich glaube, das ist einfach kein guter Platz, um eine Sandburg zu bauen. Ich guck mal, ob ich irgendwo eine andere, eine viel bessere Stelle finde.
Und einmal darüber. So. Hier vielleicht irgendwo. Hier kann ich in Ruhe eine Sandburg bauen, ohne dass mich eine Ente stört. Hier. Hier ist ein schöner Platz. Und... Wow. Hä? Ein geheimer Stern. Wie cool ist das denn? Ich hasse Sandburgen. Hä? Was ist das für ein Krach? Hey, Moment mal. Hey! Hey, du fieser Wiggler! Du hast meine ganzen Sandburgen kaputt gemacht, die ich hier gebaut habe. Warum tust du sowas? Ich hasse Sandburgen. Alles muss zertrampelt werden. Hör auf damit! Hey! Na warte, dir werde ich die Leviten lesen. Hey, was hältst du davon? Wenn du keine Sandburgen magst, dann baue ich einfach weitere für dich. Dann werde ich sie alle zertrampeln. Glaub's auch nur du. Komm ruhig näher. Tada! Hey, was soll das? Ja, perfekt. Die Sandburg hat ihn umgehauen. Treffer Nummer 1. Na, gibst du auf? Niemals. Weg mit den Sandburgen. Jetzt gebe ich erst so richtig Gas. Wow, wow, wow. Das war knapp. Der hätte mich fast zertrampelt. Einen Schritt näher nach rechts und er hätte mich erwischt. Okay, Moment, Moment. Wir müssen mal schauen, in welche Richtungen er sich bewegt. Und im richtigen Moment bauen wir eine Sandburg. Jetzt. Wow. Nur nicht schon wieder. Hör damit auf, Mario. Hör du damit auf. Ich habe so viele schöne Sandburgen gebaut. Eine Pyramide, eine Schneckenmuschel, ein Iglu, ein Seestern. Und du machst alles kaputt. Warum nur? Bau doch deine eigene Sandburg. Und misch dich da nicht ein. Und wenn du mit mir bauen möchtest, dann frag mich doch einfach. Wir können auch gerne zusammen eine Sandburg bauen. Gemeinsam macht es doch sowieso viel mehr Spaß als alleine. Aber gut, wie ich sehe, willst du wohl nicht auf mich hören. Hey, geh lieber zur Seite, das ist viel zu gefährlich für dich. Wow, 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 wow. Dann mich echt erwischt. Hey, ist alles in Ordnung bei dir? Du musst dich doch nicht verstecken. Oh, dieser Wegler. Nicht hier entlang. Vorsicht, Mario. Okay, 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 Achtung. Ich werde ihm jetzt zeigen, wer die schönste Sandburg baut. Ja, das ist meine Chance. Ich muss schnell zu ihm, bevor es zu spät ist. Schnell, 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 schnell. Gleich bin ich bei ihm, gleich bin ich bei ihm. Und jetzt der finale Treffer. Aus dem wunderschönen Wurm wurde nur verflossener Sand. Und es gibt einen Powerstern für mich. Hey, wie cool. Genauer gesagt, eine Insignie der Sonne. Okay, aber um ehrlich zu sein, ist mir die Insignie ja schon fast egal. Ich wollte doch einfach nur Sandburgen bauen. Und der Wiggler hat sie alle kaputt gemacht. Hä, aber Moment mal. Nur weil eine Sandburg kaputt gegangen ist, heißt es noch lange nicht, dass man einfach aufgeben soll. Ich meine, schaut euch das an. Die Sandburgen sind jetzt alle weg. Na und? Es gibt genug Sand und genug Wasser, damit ich einfach eine neue Sandburg bauen kann. Und diesmal baue ich wirklich die schönste und größte Sandburg der Welt. Und zwar genau da. Hä? Schaut euch das mal an. Ich hab's geschafft. Ich habe ein ganzes Schloss gebaut. Wow, wie cool. Das muss ich mir gleich genauer ansehen. Wow. Aber dadurch, dass hier überall das Wasser in der Nähe ist, zerfließt der ganze Sand auch schon wieder. Und schwuppdiwupps, das war's wohl mit der schönsten und größten Burg der Welt. Aber egal, ich baue einfach eine neue. Meine Lieben, wenn ihr noch eine weitere Geschichte sehen möchtet, dann tippt hier auf das Video. Na dann, bleibt katztastisch!